Hallo und herzlich willkommen beim Videotutorial zur Mitarbeit in der Wikipedia. In dieser Folge geht es um Kategorien. Kategorien werden in der Wikipedia dazu genutzt, Artikel nach bestimmten Merkmalen zu ordnen. Ein Artikel kann einer oder mehreren Kategorien zugewiesen werden und eine Kategorie kann ihrerseits wieder ein Teil weiterer Kategorien sein. Artikel werden grundsätzlich nach drei verschiedenen Prinzipien kategorisiert. Charles Darwin gehört zum einen in die Kategorie der Biologen, zum zweiten ist bzw. war er ein Autor und Mann und zum dritten war er ein Brite, der 1809 geboren wurde und 1882 starb. Der Euro gehört zum Fachgebiet Währungseinheit Europa und ist ein Symbol der Europäischen Union. Es ist ganz einfach, eine Kategorie hinzuzufügen, denn eine Kategorie ist eigentlich nur ein ganz normaler Link. Um eine Kategorie einzufügen, muss man also nur den Namen der Kategorie in eckige Klammern schreiben. Kategorielinks werden nicht dort angezeigt, wo sie eingetragen worden sind, sondern in einem Sonderbereich unterhalb des Seitentextes. Kategorien sollten deshalb immer nach dem eigentlichen Seiteninhalt eingefügt werden. Zur besseren Übersicht sollte jede Kategorie in einer eigenen Zeile stehen. Falls du selbst Artikel anlegst, solltest du sie auch kategorisieren, denn dadurch können sie leichter von anderen Wikipedianern gefunden und verbessert werden. Wenn du dir nicht sicher bist, wie du einen Artikel kategorisieren sollst, frage nach oder schaue dir die Kategorisierung von ähnlichen Artikeln an. Füge auf keinen Fall einfach eine neue Kategorie hinzu, sondern wähle im Zweifel eher einfach eine etwas gröbere Kategorie. Im Laufe der Zeit werden erfahrene Wikipedianer schon dafür sorgen, dass der Artikel präziser kategorisiert wird. Falls dir Artikel auffallen, die deiner Ansicht nach falsch oder unzureichend kategorisiert sind, dann verbessere sie und schlage auf der Diskussionsseite zum Artikel eine neue Kategorisierung für den Artikel vor. Jeder Wikipedia-Artikel sollte mindestens einer Kategorie zugeordnet werden. Weitere Informationen zur Kategorisierung findest du unter dem unten angegebenen Link auf Wikipedia. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.